Nein, ich habe noch keinen coolen Job gefunden. Aber deshalb mache ich mir jetzt auf die Suche nach einem richtig coolen Job. Ja, da bin ich wieder. Ich bin immer noch auf der Suche nach den coolsten Jobs in der Lebensmittelindustrie in Vorarlberg. Heute bin ich beim Pfanner und ich schaue mal, wie rein die Säfte da sind. Und zwar bin ich Chemielabortechnikerin heute. Hallo Sarah, ich habe gehört, du arbeitest heute bei uns als Labortechnikerin. Genau, ich freue mich schon. Und das Wichtigste ist die Arbeitskleidung und die Hygiene. Passt, dann habe ich gesehen, gehen wir schaffen. Fangen wir an. Servus, ich bin der Joschi, bin Labortechniker bei Pfanner Fruchtsäfte und ich habe meine Ausbildung in der HTL Dornbirn gemacht. So Sarah, wir sind jetzt im Labor. Wir haben jetzt eine Probe gekriegt vom Wareneingang. Also da sind wir jetzt bei der Zuckerbestimmung drauf für den Apfelwein. Da kommt die Probe in Erlenmeyer-Kolben und Zuckerlösung 1 und 2, das gibt eine Blaufärbung. Dann wird das für 2 Minuten aufgekocht und Zuckerlösung 3 bis 5 dazu gegeben. Und dann wird vorsichtig Zuckerlösung 6 dazu getropft, bis es zu einem weißen Umschlag kommt und dann ist die Bestimmung fertig. Hallo, da ist Sarah vom Labor. Der Saft ist super. Ihr dürft abladen. So, servus, ich bin der Ömer und ich bin beim Pfanner und mache Lehre als Chemielabortechniker. Meine Tätigkeiten sind, dass ich unterschiedliche Analysen mache, wie zum Beispiel Zuckerbestimmung oder Schwefelbestimmung, je nach Produkt halt. Zum Beispiel Orangensaft tun wir Vitamin C messen oder sonst tun wir bei Dosenprodukten zum Beispiel, je nachdem tun wir CO2-Gehalt messen und ja, man schaut halt, dass man immer sauber und präzise arbeitet im Labor. Ja, wie der Ömer schon gesehen hat, Ordnung und Sauberkeit sind da im Labor schon sehr wichtig. Und in der Mikrobiologie gehen wir dann noch einen Schritt weiter, denn dort muss es ja komplett steril sein. Beim Arbeiten auf der Sterilbank ist das höchste Maß an Sauberkeit geboten. Denn da werden die Flüssigkeiten auf ihre Mikroorganismenzahl getestet. Zu dem Zweck wird die Flüssigkeit membran filtriert. Heißt, sie wird durch den kleinen Filter gelassen und wenn das gemacht ist, wird die Platte für einige Tage im Brutschrank zur Bebrütung auf Zitter gelegt. Und so wird sichtbar, ob Mikroorganismen wie Schimmel, Hefe und Gesamtkeimzahl in der Flüssigkeit vorhanden waren. Wir haben jetzt Feierabend. Joshua, ich sage dir vielen Dank, dass du mir den Berufsalltag vom Chemielabortechniker gezeigt hast. Hat mir mega taugt und ich schaue jetzt wieder, was es sonst so für coole Jobs gibt bei uns im Ländle in der Lebensmittelindustrie. Wenn ihr interessiert sind, klicken einfach auf unsere Homepage www.vlmi.at.